Und das bedeutet, im Sommer, wenn wir mehr zugestrahlt bekommen, brauchen wir weniger Nahrung. Und im Winter, wenn die Sonne tiefer steht, brauchen wir mehr Nahrung. Und das zeigt auch unsere Erfahrung. Das heißt, wir leben von den Sonnenquanten. Dass wir wirklich abstrahlen, sieht man hier dran. Hier sehen Sie eine weibliche Person in der Abstrahlung von Quanten im 3 Mikrometer Wellenbereich. Und Sie sehen oben jetzt eine normal durchblutete Person, denn die meisten Quanten werden über die Durchblutung an die Oberfläche gebracht und dann abgestrahlt. Und jetzt sehen Sie, dass hier mehr helle Flächen da sind. Und hell heißt, es werden mehr Quanten abgestrahlt. Und verglichen mit diesem Normalzustand ist also hier die Durchblutung vergrößert. Ein von außen induziertes Kraftfeld haben wir nämlich hier an die Person gesetzt, verstärkt die Durchblutung. Jetzt sind wir mitten im medizinischen Bereich. Wie können wir ein von außen induziertes Kraftfeld in den Körper bringen, das die Durchblutung steigern kann? Und dazu zeige ich Ihnen nun eine Folie, die einleiten soll in ein kleines Experiment, das wir hier gemacht haben, aufgebaut haben. Und wir schauen uns das erstmal an, damit wir das verstehen. Und das vollziehen wir nachher hier nochmal an einer Person. Wir gehen hier mal von aus. Wir wollen jetzt die guten Quanten, die guten Photonen im Körper reinbekommen. Jetzt wissen wir, das, was in unserem Körper selber funktioniert, das muss gut sein. Sonst hätte es uns nicht aufgebaut. Wir nehmen also ganz normale physiologische Signale aus unserem Körper heraus. Die kann man ja leicht registrieren und aufnehmen. Bereiten die nun etwas auf, damit wir sie nachher nutzen können. Setzen noch andere Frequenzen dazu, zum Beispiel Musik. Und da können wir sogar Musik auswählen, wo wir wissen, dass die auch sehr wirksam ist in unserem Körper. Das Ganze pressen wir auf eine CD, geben es auf einen Verstärker mit Hightech, das zeigt die Ameise mit dem kleinen Mikrochip. Und nun entstehen über diese Signale solche Schwebungen. Diese Schwebung geben wir jetzt zum Beispiel als Strom auf eine Spule und erzeugen damit ein Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld ist ein Kraftfeld und induziert jetzt in den Körper wiederum ein elektrisches Feld. Und da im Körper sich ja Elektrolyte befinden, geladene Teilchen, werden in diesem Kraftfeld im Körper, indem ich das alles nun hineinbringe, Ionen in Bewegung gesetzt. Und bewegte Ionen heißt Strom. Und nun können wir Folgendes machen im Experiment. Wir können jetzt so ein Kraftfeld hier herstellen, eine Person in dieses Kraftfeld legen und den Strom, der nun im Körper entsteht, rausleiten. Und wie machen wir das, damit wir etwas davon haben? Wir geben jetzt Musik in den Körper und leiten die Musik wieder aus dem Körper heraus. Was Sie jetzt hören, ist diese Musik. Und diese Musik hat untergelegt physiologische Signale aus dem Körper. Was Sie identifizieren können, ich mache es mal etwas lauter, damit Sie es auch etwas lauter hören. Ist zum Beispiel Blutrauschen. Blutrauschen ist deshalb interessant. Es ist übrigens alles das, was auch ein Embryo hören würde. Blutrauschen ist deshalb interessant, weil die Gefäße bestehen aus Kollagenfasern, Kollagen ist die ezoelektrischen. Bei jedem Blutschwall dehnen sich diese Kollagengefäße und erzeugen ein Kraftfeld, ein elektrisches Kraftfeld. Was noch untergelegt sind, sind richtige Aktionspotenziale vom Muskel. Und was noch untergelegt ist, sind sogenannte Whistlers. Das sind Signale, die in der Atmosphäre schwirren und die auch eine gewisse Wirkung hinsichtlich Wetterfühligkeit haben. Natürlich haben wir hier nur die ausgesucht, die nichts Böses machen. So, und nun wollen wir doch das Experiment machen. Ich stelle jetzt die Musik hier an einen Lautsprecherregler aus. Jetzt hören Sie nichts mehr. Ich habe jetzt den Strom erhöht für die Matte hier. Das heißt, wir haben jetzt hier tatsächlich das Kraftfeld, und so ein Kraftfeld ist auch nachzuweisen, indem ich jetzt hier einfach auf den Knopf drücke, und jetzt hören Sie wieder hier das Blutrauschen und die Musik. Hier in der Luft. Das Kraftfeld ist da. Hier ist es etwas stärker. Bei den Beinen haben wir ein stärkeres Kraftfeld genommen, weil die Beine haben weniger Elektrolyt. Das müssen wir ausgleichen.
Wir könnten mit diesem Gerät, was nun nur ein Prototyp ist, nun auch nachweisen, diesen Strom, der jetzt über das Kraftfeld im Körper auftritt und der ja nun Wirkung ausübt, weil wir ja nun physiologische Signale hineingeben, zum Beispiel die Durchblutungssteigerung. Weil jetzt aber dieser Lautsprecher hier drin ist, zu mickrig ist und den Raum nicht ausfüllt, haben wir jetzt hier eine Art EKG angeschlossen und über ein Verstärkersystem geben wir jetzt diesen Raum stärker raus. Also nochmal, ein Kraftfeld wird hier auf der Matte erzeugt, nachzuweisen über das Gerät, was wir hier in die Luft halten. Und wenn es jetzt stimmt, dass diese Person in diesem Kraftfeld die Musik aufnimmt, dann müssen wir, indem wir jetzt hier Elektroden dran gemacht haben, dran gesetzt haben, auch diese Musik hören, aus der Person heraus. Und das ist das. In der Person läuft das jetzt genau ab. Das Blutrauschen, die Musik, wir lassen es mal einen Augenblick laufen. Und ich mache inzwischen eine weitere medizinische Anwendung deutlich. Und zwar kann ich jetzt diese Musik auch umformen in meine Infrarotstrahlung. Die Infrarotstrahlung, die wir vorhin erkannt haben, dass sie Zellenergie bildet. Und dieses Infrarotritt können wir jetzt zusätzlich der Person zur Zellenergiestimulierung irgendwo, wo ein Wehwehchen ist oder nur zur Gesundheitserhaltung, applizieren. Wobei zusätzlich wir Blaulicht erzeugen können. Und das machen wir in Form von Blitzen und nur eine bestimmte Dosis werden wir erzeugen, denn alles zu viel kann ja auch schädlich werden und deswegen stellt sich das System selbsttätig ab. Und wenn Sie die Augen zumachen, dann bekommen Sie nun noch ganz besondere Effekte ins Gehirn. Man sieht es am Augenzittern. Sie wird jetzt Lichtmuster bilden aufgrund der Zyklen der Frequenz, die aber von der Musik und von den Signalen gesteuert ist. Wir haben jetzt die Person mit mehreren Kanälen bestückt. Wir können sie Musik hören lassen. Wir können phasengleich die Musik im Körper als Strömchen laufen lassen mit Funktion. Und wir können den Lichtkanal, die Quantensinne des Auges gleichzeitig ansprechen. Alles zusammen gibt eine Kohärenz im Gehirn. Und das sind Erlebnisse. Dankeschön, dass Sie zugehört haben.